Isotope werden oftmals in der Delta-, Epsilon- oder Mu-Notation notiert, die generell wie folgt lautet: Delta ist gleich und dann ein Verhältnis in einer Probe geteilt durch ein Isotopenverhältnis in einem Standard, minus 1 das ganze mal 1000. Dargestellt werden Isotope oftmals im 3-Isotopen-Plot. Dazu hat man auf der X-Achse zum Beispiel Delta 18, 16 Sauerstoff und auf der Y-Achse Delta 17, 16 Sauerstoff. Und die Fraktionierungslinie, wenn es zum Beispiel kinetische Fraktionierung ist, verläuft dann ungefähr so durch diesen Isotopenplot. Und im Fall von Sauerstoff hat man hier eine Steigung von ca. 0,522. Jetzt gerade bei Meteoriten gibt es Proben, die stark von dieser terrestrischen Fraktionierungslinie, wie sie auch genannt wird, also TFL, stark von dieser abweichen. Und die liegen dann zum Beispiel hier. Und jetzt möchte man diese Abweichung auch noch quantifizieren. Und dazu führt man dann die Großdelta-Notation ein. Bei der Großdelta-Notation muss man ein bisschen aufpassen, denn Großdelta wird in unterschiedlichen Kontexten, gerade auch bei Isotopen, verwendet. Hier geht es jetzt tatsächlich um eine Notation und um die Darstellung in diesem 3-Isotopen-Plot. Mit dieser Großdelta-Notation wird jetzt der senkrechte Abstand dieses Punkts von der terrestrischen Fraktionierungslinie bezeichnet. Das hier ist also das große Delta. Für die terrestrische Fraktionierungslinie kennt man jetzt die Gleichung. Zwar lautet die y ist gleich mx plus 0, denn diese Kurve geht definitionsgemäß, weil sie auf einen Sauerstoffisotopenstandard der Erde normiert ist, geht durch 0. Also der Ursprung ist hier irgendwo 0, 0. Wenn man jetzt diese Abweichung bestimmen will, dann ist dieses Delta hier im Grunde genommen nichts anderes als ein Achsenabschnitt B. Und wenn wir dann nochmal diese Gleichung hier anschauen, in dieser Gleichung kennen wir von diesem Punkt das Y, also das Y ist bekannt, das X ist auch bekannt. Und im Grunde genommen kennen wir auch eine Steigung, wenn wir einfach die gleiche Steigung annehmen wie hier. Das heißt, die Geradengleichung hier für diesen Punkt kann man wieder aufstellen mit y ist gleich mx plus b. Und m soll jetzt eben dieser Wert sein, dann steht hier y ist gleich 0,522x plus b. Und das lässt sich umstellen nach y minus 0,522x ist gleich. Und dann kann man jetzt hier b schreiben oder eben dieses Delta. Denn das Delta ist ja genau das, was wir im Grunde genommen rausfinden wollen. Das heißt, mit dieser Gleichung hier können wir Delta ausrechnen oder nochmal anders geschrieben, Delta ist ja in dem Fall hier jetzt Delta 1716O minus 0,522 mal und dann Delta 1816O. Und das ist dann Großdelta. Und das Ganze habe ich auch nochmal etwas interaktiv dargestellt. Das ist jetzt wieder der gleiche 3-Isotopen-Plot. In dem Fall ist jetzt mal Eisen und nicht Sauerstoff. Und wenn man jetzt hier ein bisschen mit dem Delta X hin und her spielt, also angenommen, in dem Fall wäre es jetzt Delta 5754, das sich hier verändert, dann lässt sich hier erkennen, wie sich der entsprechende Punkt ändert und der natürlich auf einer Linie liegt, die parallel zur blauen terrestrischen Fraktionierungslinie für Eisen ist. Und entsprechend, wenn ich das Delta Y ändere, also das Delta 56, 54 Eisen, sieht man das auch. Und ich kann natürlich auch, könnte hier auch für Sauerstoff das Ganze machen, also 17, 18 und als Normalisierung 16. Und dann würde das so aussehen, das wäre jetzt das Ganze für Sauerstoff.
Und entsprechend, wenn sich dann entweder das 17, 16 U ändert oder 16, die Achsenbezeichnung stimmt hier nicht, ändert, verändert sich eben diese Parallel dazu. Und das ist die Groß-Delta- oder Capital-Delta-Notation bei den Isotopen.